Elisabeth Kittel, ich erteile dieses. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen vor den Bildschirmen. Ja, wann handeln Sie endlich, fragen die Ländervertreterinnen den Bundesminister. Und ich frage, wann handeln die Länder, um eine umfassende Kinderbetreuung umzusetzen? Denn ja, es braucht dringend, das wissen wir alle, oder zumindest reden alle darüber, es braucht dringend eine ganzjährige, ganztägige und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in ganz Österreich. Es braucht einen Ausbau, eine Verbesserung, einheitliche Standards und mehr Geld für Kindergärten. Ja. Und der Bund tut das, was in seiner Kompetenz steht, um das zu erreichen. Und vergessen wir nicht, nur die Ausbildung der Pädagoginnen liegt beim Bund, in der Bundeskompetenz. Und diese ist attraktiv und wird immer attraktiver. Die personellen, finanziellen und pädagogischen Rahmenbedingungen liegen in Gesetzgebung und Vollziehung bei den Ländern. Seit 2008 beteiligt sich der Bund darüber hinaus über die 15a-Vereinbarungen an den Kosten für die Kindergärten. Die Förderungen sind an konkrete Ziele gebunden. So auch bei der Artikel 15a-Vereinbarung über die Elementarpädagogik, die wir letzten Juli beschlossen haben, und das war der Zweck, Bildung und Betreuung in den pädagogischen Einrichtungen der Kleinkinder zu verbessern. Denn beginnt die Ausbildung schon im Kindergarten, erhöht das die Jobchancen später und damit auch die soziale Mobilität unserer Kinder. Das wurde schon mehrfach festgestellt. Und natürlich haben mehr und bessere Kindergartenplätze positive Auswirkungen auf den Lebensalltag von Frauen und Alleinerziehende. Das ist unbestritten. Und genau deswegen haben wir die 200 Millionen Euro pro Jahr bis 2027 beschlossen und somit eine Erhöhung der Zweckzuschüsse vom Bund an die Länder um 40% mehr pro Jahr. Und noch zur Erinnerung, die drei Gemeindepakete stellten hohe Mittel für Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Ja, wir haben das heute schon mehrmals gehört, aber es muss scheinbar wiederholt werden, sonst kommt es nicht an. Und ja, wichtig für ein Weiterkommen in der Gleichstellungspolitik sind die flexiblen Öffnungszeiten der Kindergärten sowie der signifikante Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Auch das stand in der Zweckwidmung. Das braucht es, weil es gerade Thema ist, um in die Vollbeschäftigung wechseln zu können. Es würde einerseits mehrere tausend Arbeitsplätze schaffen und den Einstieg bzw. Wiedereinstieg von Frauen vor allem in den Beruf erleichtern. Solche Maßnahmen sind wichtige Schritte in Richtung Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Und ja, wir haben es gehört von der Kollegin Ida Gitzsteiler, heute ist Equal Pay Day. Und wenn man den umrechnet, arbeiten Frauen jedes achte Jahr ein Jahr lang gratis. Das muss sich ändern. Aber es geht auch um Chancengleichheit in der Familienarbeit. Auch das wurde heute schon thematisiert. Und es ist aber nicht nur eine Last für Kinder und Ältere da zu sein. Es ist auch mit viel Glück und mit viel berührender Nähe verbunden. Schon das eigentlich sollte Anreiz für Männer sein, in zum Beispiel Karenz zu gehen. Aber es ist auch Arbeit, viel Arbeit. Unbezahlte, unsichtbare, unbewertete Arbeit und sie wird überwiegend von Frauen gemacht. Eine gerechte Aufteilung in der Familienarbeit wäre für die Gleichstellungspolitik ein ziemlicher Schub. Und ein kleiner Exkurs: In Island zum Beispiel gibt es eine verpflichtende Väterkarenz. Das heißt, Familienunterstützung wird nur dann ausbezahlt, wenn auch die Väter die halbe Karenz in Anspruch nehmen. Und das hat einen Kulturwandel in Island herbeigeführt, wo mehr Männer jetzt in der Familie, in der Care-Arbeit anzufinden sind. Ein weiterer Zweck des Zuschusses war einen Betreuungs- und gleichzeitig Bildungsschub bringen würde, ist die Erhöhung des Betreuungsschlüssels. Das Ziel ist, diesen auf die Hälfte zu reduzieren. Und damit gewinnt die Qualität von Kindergärten enorm, was auch einen Anreiz erhöht, ein Kind in den Kindergarten zu geben. Vor allem aber entlastet ein besserer Betreuungsschlüssel die harte Tätigkeit der Pädagoginnen. Auch
Und gerade in Wien ist dies aber alles andere als befriedigend. Aber ein besserer Betreuungsschlüssel wäre Anreiz dafür, in diesen Beruf zu gehen. Daher wurde von Seiten des Bundes eine Ausbildungsoffensive mit hunderten zusätzlichen College-Standorten gestartet. Und es kommen noch mehr. Genauso zeigen die relativ hohen Fachkräftestipendien Wirkung. Auch in Wien haben sie zu einer enormen Steigerung der Anmeldung geführt. Darüber hinaus kommen nun weitere hohe Stipendien, die den Lebensunterhalt sichern sollen, hinzu. Die Ausbildung von Pädagoginnen, für die der Bund zuständig ist, wird immer besser. Und wir haben, und das ist das Verrückte, wir haben genug fertig ausgebildete Elementarpädagoginnen. Aber nur ein Drittel dieser fängt als Elementarpädagoginnen tatsächlich in einem Kindergarten an. Warum? Weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Und wer ist für die Arbeitsbedingungen zuständig? Die Länder. Und daher frage ich die Länder, warum wird nicht mehr bezahlt? Warum werden Vor- und Nachbereitungszeiten nicht in die Arbeitszeit aufgenommen? Warum sind die Gruppengrößen noch immer nicht reduziert? Warum budgetieren die Länder scheinbar zu wenig Geld für die Elementarpädagogik, wenn ihnen das so wichtig ist? Das alles liegt in der Länderkompetenz. Und das betrifft auch die einheitlichen Mindeststandards. Im Rahmen der Artikel 15a-Verhandlungen, genauso wie in der Landeshauptleutekonferenz, gab es keine Einigung betreffend dieser Standards. Und ich frage mich, wollen Sie eine Einigung überhaupt? Für die Arbeitsbedingungen der Pädagoginnen wäre das sehr wichtig. Es würde Sie wohl eher im Beruf halten. Daher reden Sie sich zusammen, liebe Länder, finden Sie gemeinsame Standards oder geben Sie Ihre Kompetenzen ab an den Bund. Dann schaffen wir ein Bundesrahmengesetz. Sehr gerne. Dasselbe gilt für den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Kein Land wird daran gehindert, ihn einzuführen. Das, was der Bund tun kann, das tut er. Das, was die Länder tun könnten, tun sie scheinbar zu wenig. Und daher hier im Rahmen der dringlichen Anfrage mein dringlicher Aufruf an die Ländervertreterinnen. Setzen Sie sich dafür ein, mehr Geld für Kindergärten zu budgetieren. Investieren Sie lieber in die Pädagoginnen und bauen Sie Kindergärten, anstatt hunderte Millionen in den nicht notwendigen und klimaschädlichen Straßenbau zu investieren. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist Bundesrat Dr. Karl Arthur Alamowski. Ich erteile dies.